Einen wunderbaren Hallo und willkommen zurück bei meinem, in meinem Kanal. Um mal wieder jemand zu ärgern quasi. So. Na, da hinten ist er schon, okay. Ja, wir sind auf der Two Rivers 1.3. Gab halt noch keine aktuellere. Ich habe auch noch von euch keinerlei Rückmeldungen bisher. Ich habe ein paar Hater gehabt. Ich habe auch bei meinem YouTube-Account ein paar Probleme. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das gelöst bekomme. Ja, weil ich habe mir, glaube ich, ein paar sehr gute Freunde gemacht. Und meine Klickzahlen waren irgendwann super hoch. Da habe ich schon gedacht, sag mal, was geht denn da jetzt ab? Aber meine Abonnenten sind nicht gestiegen. Und da bin ich dann nachdenklich geworden. Und irgendwann kam dann eine E-Mail von YouTube. Ja, und da muss ich jetzt gucken. Deswegen wird die Two Rivers halt auch nicht getimed hochgeladen, sondern wird halt manuell hochgeladen. Alle zwei Tage gucke ich, dass ich das einigermaßen nicht verraffe. Falls es mal drei Tage dauert, dass ein Part hochkommt, verzeiht's mir. Ja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt, ich habe zwar noch Luft an sich, aber hab mir halt überlegt, komm, nimm's noch mal auf. Hast ja noch ein paar Fragen, musst noch ein bisschen was erläutern. Ja, YouTube. Wer von euch macht denn auch noch YouTube? Also Let's Plays oder vielleicht auch Musik auf YouTube? Wenn da einer von euch vielleicht Interesse hat, dass ich da seine Musik in meinem Stream oder wahlweise auch während meinen Aufnahmen dann laufen lasse, muss er mir das sagen? Am besten irgendwie Google Drive Link oder so. Mir das dann teilen. Dass man dann halt, ich verlinke dann auch die Musik dazu, das ist kein Problem, beziehungsweise die Seite von demjenigen Künstler, wenn der Künstler das halt möchte. Und ja, da werde ich auch noch mit ein paar anderen Künstlern in Kontakt treten. Und werde da mal nachfragen. Ja, ich kann halt nicht irgendwelche Musik nehmen. Ich muss halt wirklich Musik nehmen, die nicht von einem Publisher gestrikt wird. Weil das möchte ich nicht. Aber du kannst dreimal Content, also Urheber gedönsen kriegen und dann Problem. Das wird auch relativ böse untersucht. Dann gehen die halt auch wieder Sachen flöten, wie jetzt bei mir mit der getimten Hochladen, was ich sehr schade finde. Aber ich würde euch gerne die Sachen zu einer gewissen Uhrzeit auch zur Verfügung stellen. Apropos zur Verfügung stellen. Mir fällt gerade auf, es ist wieder relativ spät und ich habe vergessen, theoretisch freizuschalten. Naja, okay. Dann machen wir das später. Ich bin jetzt am Aufnehmen. Ja, und zwar werde ich jetzt, genau. Und zwar geht mir immer noch was im Kopf rum. Ich hatte letztens im Stream mit einer jungen Dame, oder was heißt junge Dame? Ist knapp 10 Jahre älter als ich. Hatte ich einen kleinen Disput und der geht mir halt immer noch im Kopf rum. Ich habe halt momentan mit der Weiblichkeit immer noch so ein Problem, weil
habe ja eine Krankheit und bin relativ oft verarscht worden von der Weiblichkeit und ja, habe von daher ja ein bisschen das Problem, dass ich im Moment eine Frau nicht wertschätzen könnte, und darüber hat sie sich halt aufgeregt, dass ich halt mit Frauen nicht ordentlich umgehen würde und so weiter. Und das ist eigentlich bei mir halt überhaupt nicht der Fall, weil ich eigentlich mit Frauen sehr gut umgehe, also gerade wenn ich mit einer Frau in einer Beziehung bin. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei Rosa halt entschuldigen. Ich werde ihr das Video dann auch verlinken. Ja, Rosa. Ich versuche ja mittlerweile auch meine Streams ein bisschen nicht mehr so frauenfeindlich rüberkommen zu lassen. An dem Tag hatte ich halt echt einen Durchhänger. Es ging mir echt miserabel. An der Stelle echt nochmal ein dickes, fettes Sorry. Ich hatte halt an dem Tag auch einen Disput dann mit einem sehr guten Kumpel. Ja. Und das sind halt Sachen, die beschäftigen mich auch, während ich aufnehme. Ich bin halt einfach keine einfache Persönlichkeit. Einfach halt auch durch das, was ich erlebt habe. Und ja, heute mal wieder Sabbelkopf Björn redet mal wieder über sich und seine Probleme. Einfach mal auskotzen. Rotzen, Kotz, Würg, Scheiße. Alles doof, ich. Ja. Einfach mal wieder verbalen Dünnschiss verbreiten. Ja. Das ist halt echt Mist, wenn du so eine Krankheit hast. Und du tust manchmal den Leuten auch Unrecht. Und du tust manchmal den Leuten auch weh. Das weiß ich und das will ich auch so eigentlich nicht. Aber ist halt so. Leider. Naja. Wie gesagt, ich bin Single und ich bleib das auch erstmal noch, weil bei mir da noch was ansteht und das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Und ja, falls das spruchreif ist, sage ich euch da auf jeden Fall mal Bescheid, beziehungsweise mache euch da ein Infovideo. Und zwar habe ich mittlerweile auch aufgehört zu rauchen. Und da wollte ich euch mal fragen, wie sieht denn das aus? Habt ihr Interesse, darüber ein bisschen mehr zu erfahren? Wie habe ich ihn aufgehört, beziehungsweise was hat mich zum Aufhören bewegt? Also eigentlich hat mich ein Stammviewer dazu gebracht, dass ich aufhöre. Der ist halt E-Dampfer. Also der ist Dampfer auf E-Zigarette und war früher starker Raucher. Hat mir halt ganz viel von seinen Erfahrungen erzählt. Woraufhin ich dann irgendwann nachdenklich geworden bin und halt dann auch von einem Nachbarn eine E-Zigarette geschenkt bekommen habe. Ja, mit dieser E-Zigarette rauche ich mittlerweile. Fährt jetzt direkt hinter den Drescher. Alles klar. Na super. Schon wieder alle. Nächste Ansatz gibt es auf jeden Fall eine andere Seemaschine. Es kotzt mich an mit der Seemaschine gerade. So. Weil die Federstadt Rapid, die kostet glaube ich 50.000. Die haben wir ja bald zusammen. Geht auf jeden Fall mal das mit der Ansaat einen kleinen Ticken besser. Ah genau, hier sind wir ja schon am Rapspflanzen.
Ja, wir haben halt auch noch kein Putzgerät da, wir haben noch keinen großen Drescher. Mittlerweile haben wir ja die 12. Folge. Ja, da wollte ich mal fragen, wie sieht denn das bei euch aus? Wollt ihr, dass ich das Ganze ein bisschen beschleunige halt durch den Stream oder... Ja, nochmal Strohfahren. Hier wird noch schwer gegrubbert. Ja, könnte man eigentlich hier die Kalkmaschine mal losfahren lassen. Ja. So, fahren wir mal da vorne rum. Ja, und zwar, was wollte ich denn noch? Es waren noch ein paar Themen, wo ich drüber reden wollte. Das weiß ich. Also wie gesagt, mein YouTube-Kanal wird jetzt momentan manuell hochgeladen. Mir egal. Ich finde es halt schade. Ich würde es euch halt wirklich gerne um eine feste Uhrzeit alles präsentieren. Was weiß ich, Two Rivers alle 2 Tage. Ja, demnächst werde ich wahrscheinlich Holzhausen machen. Da werde ich mir auf jeden Fall einen Fuhrpark vorbereiten müssen. Also Holzhausen dann Singleplayer Soulmod eventuell, wenn das gewünscht ist. Ansonsten eventuell ein Multiplayer-Projekt auf der Ammergauer Alpen. Da habe ich eine leicht umgebaute Version drauf. Da ist, das ist die Version 2.2, etwas modifiziert mit Seedmaster, platzierbare Waschanlagenplätzen, also die Waschanlage von 112 Tech ist da platziert, beziehungsweise wird da dann fest installiert. Dann sind da noch ein paar andere Flächen, wo platzierbare Mods dann halt hinkommen. Und zwar der kleine Wald wird bei mir kein Wald. Da werde ich dann nämlich die... Beziehungsweise, nee, das könnte ich eigentlich woanders hin machen mit dem Futter. Beziehungsweise das Futterlager könnte ich dann woanders hin machen. Und zwar irgendwie Schweinehof oder so. Unterstand tauschen und dann Schweinehof da zu bauen. Ja, das muss ich dann alles noch in die Map integrieren. Ja, mal gucken, vielleicht hole ich mir den B-Face oder den Modder von der Norgeheim dazu. Weil die das halt auch schon gemacht haben. Da bin ich halt echt am Überlegen, die mal zu fragen, weil die kennen sich mit diesen Modifikationen aus. Ja, wir haben ja, da oben ist ja der Alpenhof gewesen. Auf der Version 1.2 noch. Und hier auf der 1.3. Da könnten wir eigentlich mal... Genau, machen wir später mal. Beziehungsweise wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ein Special, was hat sich auf der Two Rivers verändert? Was ist neu, was ist anders? Es hat sich einiges getan, wie gesagt. Deswegen spiele ich ja auch die Two Rivers, weil sich viel geändert hatte. Klar, die Kühe sind noch da oben, da links oben, über den 2 Wiesen, die hier links sind, vom Haupthof.
Also es hat sich der Strohträger geändert, der ist ja jetzt also immer noch im Zirkus, klar. Aber Entschuldigung. Hat sich na Biogas was getan. Ja, ganz viele Kleinigkeiten eigentlich, die nur versierten True Rivers Spielern auffallen werden, die halt länger True Rivers gespielt haben. Wie zum Beispiel, ich habe ja mit Gunen im 13er ein bisschen mitgezockt bei seiner True Rivers, bei seinem True Rivers Let's Play. Da werde ich mal die Folgen noch zu raussuchen, beziehungsweise werde auch mal die Folgen komplett zusammenbauen. Ich habe auch letztens mit Markus gesprochen. Markus hat halt im Moment echt zu wenig Zeit zum Aufnehmen. Und hat von daher mit seinen Projekten im Moment zu viel Arbeit. Oder genug Arbeit. Und ja. Von daher ja, gibt's halt dieses Problem der Zeitnot bei ihm, hat er gemeint. Und er hat ja selber schon Probleme, sich mit den zwei oder drei Leuten von seiner, von seinem LS15 Multiplayer und von seinem LS13 Real-Projekt überhaupt, dass das alles passt. Und ja, wie gesagt, ich habe halt Markus echt gerne und ich würde halt gerne mal wieder mit ihm zocken. Oder ich habe halt letztens im Stream mit ihm mal daddeln können wieder. Ja, müsste man halt echt mal gucken, dass man da dann mal vielleicht auch aufnimmt. Wie gesagt, das würde ich halt ganz gerne mal machen. Weiß ich halt nicht, ob das von euch gewünscht ist. Ich weiß, einer wird sich die Folgen dann nicht angucken. Was ich auf jeden Fall super finde, dass durchschnittlich die Tourers Folgen sehr gut ankommen. Also so durchschnittlich mit 13, 14 Hits. Ist für eine Kanalgröße von mir schon wirklich nicht schlecht. Könnte natürlich besser sein, aber ich habe halt auch lange nichts gemacht. Von daher verlange ich das auch gar nicht, dass ich 40 Hits auf einem Video habe. Weil ich war halt sehr lange inaktiv, weil ich viel gestreamt habe. Bei mir Stream halt auch viel mehr Spaß gemacht hat in der Zeit. Weil beim Stream hast du einfach den Vorteil, dass du halt nicht irgendwie das Zeug kodieren musst, schneiden musst, nachbearbeiten musst. Ich hab's ja mal erwähnt, das geht ungefähr, wenn ich eine Viertelstunde aufnehme, habe ich nochmal eine Viertelstunde mit Nachbearbeiten, eine Viertelstunde bis halbe Stunde mit kodieren. Das Kodieren mache ich nachts. Ja? Das heißt, mein Rechner läuft eigentlich 24 Stunden. Ja? Ich kodiere, render bzw. kodiere. Also sprich, ich schneide das Zeug meistens einen Tag später, wie ich es aufnehme. Es wird dann in der Nacht und in der Nacht darauf encodiert. Den Tag darauf wird es dann hochgeladen. Da gucke ich mir dann die Videos nochmal an, über welche Themen hatte ich dann geredet. Lass mir dann die Titelnamen einfallen. Mal gucken, wie das. Da würde ich mal eure Meinung. Wie findet ihr denn, dass ich jetzt die Tracks mit einem Namen versehe? Ja, also mit einem spezifischen Titel. Ja, Trivers Folge so und so. Gesprächsthema wäre das gewesen. Unter anderem. Ich kann halt nicht bei einem Gesprächsthema bleiben, wenn ich eine Viertelstunde, halbe Stunde aufnehme. Ich nehme schon wesentlich länger auf als die meisten Let's Player. Weil die meisten Let's Player so Viertelstunde, 20 Minuten maximal machen.
Ich lieg halt so zwischen einer Viertelstunde und einer Dreiviertelstunde. Weil ich nehme halt so lange auf, wie ich gerade Lust habe. Und ich nehme dann halt auch in Sessions auf, meistens so. Also eine Session dauert bei mir so eine Stunde. Letztens habe ich 3 Stunden am Stück aufgenommen. War mal was Schönes. Ja. So, da sind wir dann jetzt sogar noch. Ja. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr da Interesse dran, mal ein bisschen mitzuspielen? Wenn da das Interesse bestehen sollte, einfach kurz eine PN per YouTube oder PN per Facebook. Ich habe auch eine Facebook-Seite oben verlinkt. Oder einfach mal in Stream kommen, mal mit mir um TS quatschen. TS-IPs findet ihr in den Kommentaren bzw. unterhalb vom Video. Da ist eine Videobeschreibung. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt auch das Partende erreicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nächste Folge. Ja, mal Videos und Macharten. Was wollt ihr denn sehen? Wie findet ihr die Machart von meinen Videos? Ja, mal kommentarmäßig vielleicht was. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch. Nächste Folge gibt's dann hauptsächlich die will ich mal ein bisschen über meine Machart reden, was mache ich bei den Videos, was gefällt mir bei anderen YouTubern zum Beispiel nicht, wenn sie Videos machen. Ja, wie sieht denn das bei euch aus? So, okay. Damit bedanke ich mich jetzt bei euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut beim nächsten Mal rein. Tschö mit Ö und ciao mit Au. Tschüss, bis zum nächsten Mal.